Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt's nochmal eine Runde Okkult. Auch hier wieder eine Streamaufzeichnung, deswegen, wenn ich komische Sachen sage, vergesst nicht, dass es eine Streamaufzeichnung ist. So, jetzt habe ich den Satz gleich komplett vermasselt. Genau, ich reagiere auf den Chat, also wenn ihr irgendwas nicht versteht, wundert euch nicht. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß mit dieser Runde Okkult. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal. Das wiederholt sich ja jetzt alles, oder? Okay, wir haben keine Angst mehr. Wir gehen jetzt hier einfach rein. Doch alles egal. Den Anfang kennen wir ja schon. Gib mir den Schlüssel, Spinne. Danke. Jetzt gehen wir hier rein, jetzt kommt so ein Vieh, dann gehen wir wieder raus. Kommt kein Vieh. Es ist anders. Hier ist auch kein Schlüssel. Okay. Oh, was? Da ist die Spinne! Oh mein Gott. Ich bin erschrocken. Entschuldigung. Warum war dort jetzt die Spinne draußen? Also ich glaube, zu dritt macht das Spiel mehr Spaß. Für einen alleine ist das hier so ein bisschen erschlagend, weil das ist so groß und so viel. Okay, es war bloß Blitz. Komm mal nicht rein. Sowas. Ja, wenn ich sowas öfter spiele, bin ich irgendwann abgehärtet. So. Wir haben Schlüssel für hier. Vorhin hatten wir aber mehr Schlüssel, bevor wir hier rein sind. Wir können jetzt hier... Warte, da kommt unten die, da gucken wir nicht hin. So. Aber hier ist ja wieder gar nichts, ne? Dieser Raum bringt uns halt wirklich gar nichts. Das ist eher eine Art Schutzraum, würde ich sagen, hier. Weil bei der Tür können wir von außen auch die Bretter nicht wegmachen. So, und da unten guckt eine raus. Kennen wir schon. So, gut, dann haben wir jetzt erst einen Schlüssel, aber wir gehen jetzt hier trotzdem rein. Wir gehen erst wieder in die Richtung. Das Geräusch hatten wir... Ach, ist bestimmt vom Klavier, oder? Das hatten wir hier erst auch. Vorhin war hier aber was drin. Zum Lager. Wir könnten jetzt wieder zurückgehen. Oder wir gehen mal hier lang. Mach doch auf. Auf dem langen Tisch. Hier, stimmt. Bleib hier immer. Liste. Okay.
Aber das ist ja das, was oben steht. Immer da, wo diese komischen Flutschi-Dinger an der Wand sind, kommen so Jumpscares. I don't like that. Jetzt sind wir im Hinterhof. Hier ist zu. Ich weiß nicht, warum die Taschenlampe manchmal so flackert. Draußen laufen Leute lang. Okay. Ja, mach noch mehr laut. Mach noch mehr laut. Kann nichts mit denen machen. Hier auf dem Gang ist was. Was ist denn das für ein Riesenhaus? Das ist doch extra gebaut für so ein Spiel. Mich raus. Das ist ein Tresor. Und Spiegelteil. Die Waffe nicht nehmen. Ich weiß nicht mal, wo der Spiegel ist, aber ich habe ein Spiegelstück. Und was war das für ein komisches Gefäß, was ich hier mitgenommen habe? Für das Pentagramm? Die ruckelt hier echt manchmal so ein bisschen durch die Gegend, die Gutste. Hier ist offen, das ist nicht gut. Gott, oh Mann, dieses Gewitter. Hilfe! Was für einen Film hast du denn geguckt, Madeleine? Sowas guckt man sich doch nicht als Film an, das ist gruselig. Wir sind... Ach ja. Oder? Hey, nee, warte mal. Wir sind jetzt einmal außen rum.
ist alles blockiert. Mach's gut, Nina. Bis dann oder schönen Sonntag noch. Oh, da vorne ist er gelaufen. Nicht gut. Oh, da unten. Hier ist der Spiegelraum. Aber das merke ich mir doch nicht. Hallo Pando! Guten Sonntag! So im Horror zu leben ist bestimmt auch cool. Ist bestimmt mega cool, Nico. Mega! Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Kann ich die mitnehmen? Oh. Ich glaube nicht. Taub ist er zum Glück. Er hat nicht gehört, wie ich die Tür zugeknallt habe. Vor allem die war doch noch offen. Na gut. Ja, der ist hier links rum. Ist er runter oder? Nee. Er ist nicht runtergegangen. Richtig, Pando, denke ich mir auch. Und die gutsten anderen Menschen haben morgen frei. Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschalten. 50 Mal Türen und Schließfächer öffnen. Cool. Wie geht's dir sonst so, Pando? Ist der jetzt vorbei? Oder kommt der nochmal zurück? Okay. Wir haben einen Spiegel. So, und wo war jetzt nochmal der Spiegelraum? Doch keine Map. Wie immer, distanziert gesund. Okay, die Aussage habe ich auch noch nie so gehört. Aber die ist interessant. So. Noch ein Spiegelstück. So, in die Richtung zurück kommen wir, glaube ich, nicht.
So, Chat, wer von euch hat hier noch in irgendeiner Art und Weise eine Orientierung? Hier sowas wie Orientierung noch oder ist nicht so wichtig? Ich will halt hier nicht raus, weil ich finde den Weg doch hier hoch nie wieder. Der kämmt gleich den Spiegel ab. Ja, da muss ich erstmal den Weg zurückfinden zum Spiegel. Pass auf, hier kommt gleich wieder ein Jumpscare. Wird nicht lange dauern. Bibliothek. Es gibt eine Bibliothek. Wo ist die Bibliothek? Die Spinne. Oh, ach, hier ist das Ding. Cool. Cool Story, Bro. Will nicht runter. Hier ist Schlüssel. Keller. Im Keller waren wir letzte Runde, stimmt's? Das war letzte Runde. Shit. Sackgasse, ich bin tot! Sackgasse! Yeah.